Hi und herzlich willkommen zu drei schönen kleinen Aufgaben aus der Schulabschlussprüfung. Diese Aufgaben müsst ihr rechnen können ohne Taschenrechner und am besten auch noch einigermaßen schnell, damit ihr nämlich hinterher nicht lange überlegen müsst und auch noch genug Zeit habt, um Aufgaben zu lösen, bei denen ihr vielleicht ein bisschen überlegen müsst. Also diese Standardaufgaben hier, übt sie gut, die müsst ihr drauf haben. Wenn ihr Lust habt, sie zu üben, könnt ihr euch mal im Shop mein Workbook dazu anschauen. So sieht das aus. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Es sind jede Menge Aufgaben im Workbook drin, immer mit QR-Code zu Videolösungen. Und so könnt ihr wirklich euch durch die ganzen Themen der hilfsmittelfreien Prüfungsaufgaben durcharbeiten. Wenn ihr das gemacht habt, ne, dann kann euch auch wirklich fast nichts mehr in der Prüfung überraschen. Schön, schauen wir mal hier rein. Typische Aufgabe aus der Prozentrechnung. Wir wissen, dass von 1500 Schülern an einer Schule 310 jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Und ich sage jetzt, wow, das sind ja mehr als 20%. Habe ich damit recht? Man soll die Antwort mit einer Rechnung begründen. Und das ist ganz typisch Prozentrechnung. Da müsst ihr die Formel auf jeden Fall wissen, wie man Prozent ausrechnet. Das ist nämlich immer der Anteil geteilt durch alles, also der Anteil am Ganzen. Und hier bei uns ist das Ganze, die ganze Schule, also 1500 Schüler. Der Anteil, der mit dem Fahrrad kommt, ist 310 Schüler. Also kriege ich die Prozentzahl dazu, wenn ich 310 durch 1500 rechne. Und das ist gar nicht so einfach zu rechnen, weil es ja 310 durch 1500 wäre und das wäre ein bisschen krumm. Was wäre also eine schöne Idee? Eine schöne Idee wäre zu sagen, ich rechne direkt mal 20% von 1500 aus. Und das ist 1500 mal 20%, also 1500 mal, Komma um zwei Stellen verschieben, 0,2. Ich hoffe, das wisst ihr. 50% zum Beispiel ist 0,5, 20% ist 0,2, 5% zum Beispiel wäre 0,05. Da machen viele Schüler immer einen Fehler mit der Kommasetzung. Aber eigentlich ist es ganz einfach, um zwei Kommastellen muss das verschoben werden. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, 1500 mal 0,2 wären 20%. Ich kann auch sagen, mit Bruchrechnung 1500 mal ein Fünftel. Wie auch immer ihr es am liebsten rechnet, im Endeffekt kommt daraus 300. Übt solche Kopfrechendinge, ne, wenn ihr die noch nicht so gut könnt. 300 kommt also raus und wir wissen, 20% von 1500 sind 300. Und jetzt können wir die 310 gut einschätzen. Es ist dann nämlich eindeutig mehr als 20%, weil es mehr als 300 sind. Ich hätte es auch so aufschreiben können, dass ich sage, hey, 310 von 1500 ist mehr als nur 300 von 1500, was 20% wäre. So wäre es wahrscheinlich am elegantesten aufgeschrieben und so können wir sagen, na klar, Magda hat recht. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich mich da vertan hätte, aber kann durchaus mal passieren. Aufgabe 2. Schauen wir uns die an. Ganz anderes Thema. Wurzeln nämlich. Und das müsst ihr drauf haben. Ihr müsst ungefähr sagen können, wo eine Wurzel liegt. Und ihr müsst auch mit den Wurzelgesetzen rechnen können. Hier bei uns haben wir jetzt erstmal die Wurzel aus 10. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich gesagt habe, hey, die Wurzel aus 10 ist auf jeden Fall kleiner als die Wurzel aus 16, aber größer als die Wurzel aus 9. Warum habe ich jetzt ausgerechnet 9 und 16 genommen? Weil das Quadratzahlen sind. Die Wurzel aus 9 ist nämlich glatt 3 und die Wurzel aus 16 ist 4. Das heißt, ich weiß jetzt automatisch, ohne dass ich mir irgendwie komplizierte Sachen ausrechnen muss, dass die Wurzel aus 10 zwischen 3 und 4 liegen muss. Damit ist die 2,5 zu klein, die ist raus. Die 4,6 ist zu groß, die ist auch raus. Es muss größer als 3, aber kleiner als 4 sein. Ich habe also nur noch zwei Stück zur Auswahl. Und jetzt sehe ich schon, dass die 3,9 sehr nah an der 4 ist. Das ist ja ungefähr 4 und damit eigentlich Wurzel aus 16. Es ist also zu groß.
Im Gegensatz dazu, die 3,2, die ist ja ungefähr 3. Also ungefähr wäre das die Wurzel aus 9 und die ist sehr viel näher an der Wurzel aus 10. Einfach weil 9 und 10 Nachbarzahlen sind und von der 10 bis zur 16 ist es noch ein ganzes Stück. Und so kann man schätzen, ne? Dass das hier definitiv die einzige Lösung ist, die in Frage kommt und die anderen sind alle zu groß oder zu klein und passen nicht. Bei der B, da geht es jetzt um Wurzelgesetze. Da muss man erstmal ausschließen, das kriegt ihr aber easy hin, glaube ich. Die glatte Zahl 9, die kann es nicht sein, ne? Denn 9, wenn man das quadriert, kommt man auf 81. 9 ist also die Wurzel aus 81 und nicht aus 98. Also das ist schon mal auf jeden Fall raus. Dann kann man im Prinzip die 9,8 auch ausschließen. Das ist eigentlich nur ein Spiel mit den Ziffern, ne? Aber so ganz sicher kann man sich nicht sein. Das könnte durchaus zufällig auch irgendwie mal hinhauen. Interessant ist aber, dass 2 der 4 Auswahlmöglichkeiten irgendwas mit teilweise Wurzelziehen sind. Und das ist natürlich ein großer Hinweis darauf, dass wahrscheinlich eine von den beiden Möglichkeiten auch korrekt ist. Wir müssen also überlegen, wie man das umschreiben kann. Die Wurzel aus 98 und irgendwie scheinen die 7 und die 2 was damit zu tun zu haben. Also versuchen wir es doch mal, die 7 und die 2 da reinzubringen. 98, das kann man sich überlegen, ist 2 mal 49. Und das ist jetzt hier auch der Trick, den man sehen musste. Wenn man die Wurzel aus einem Produkt zieht, dann darf man die Wurzel aus beiden Faktoren einzeln ziehen. Und die Wurzel aus 49, das wisst ihr, das ist 7. Wurzel aus 2 bleibt einfach stehen. Und dann seht ihr schon, ist Wurzel 2 mal 7 korrekt. Ich vertausche die beiden eben noch, dass es 7 mal Wurzel 2 ist. Das darf ich, weil man kann bei Multiplikation die Reihenfolge ändern, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Und dann sehe ich schon, 7 mal Wurzel 2 ist hier. Erste Antwortmöglichkeit. Die ist also damit korrekt. Ja, und das war auch schon die Aufgabe zu den Wurzelgesetzen. Dritte und letzte Aufgabe, wieder was ganz anderes. Raumgeometrie. Eine super schöne Aufgabe, gar nicht so leicht, weil es nicht nur darum geht, mit dem Körper was zu berechnen, das Volumen nämlich, sondern man muss noch einen Schritt mehr machen danach und noch das Gewicht des Körpers berechnen. Dafür müssen wir uns erstmal das Ganze anschauen. Wir kriegen dieses verrückte, ich sag mal hausartige Gebilde aus Holz, einen Körper. Und der hat auch gewisse Maße, die sind alle in der Skizze drin. Alle Längenangaben, die wir da sehen, sind in Zentimetern gemessen. Und wir wissen außerdem, dass das Holz, aus dem der gemacht wird, eine Dichte hat von 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Unsere Aufgabe, wir sollen das Gewicht von dem Körper berechnen. Und das ist überhaupt nicht schwierig, wenn man das kann. Da muss man nämlich erstmal sehen, dass dieser Körper zusammengesetzt ist aus so einem Quaderblock. Und dazu noch dieses aufgesetzte Ding, das nennt sich Dreiecksprisma, was wir da haben. Und da braucht man jetzt die Formel, die man natürlich auswendig können muss im hilfsmittelfreien Teil und muss wissen, dass das Volumen vom Quader mit Seitenlängen A, B und C einfach A mal B mal C ist und dass das Volumen vom Dreiecksprisma einfach Dreieck mal Höhe ist, also Grundfläche, dieses dreieckige Ding hier, mal die Höhe, diese Länge nach hinten. Ich nenne das Höhe, weil ich mir das Ganze auch vorstellen kann wie so einen Wolkenkratzer, ne? Dass das wie so eine Packung Toblerone oder so aufrecht hingestellt ist. Und dann ist, seht ihr, das Dreieck hier die Bodenfläche und dieses lange wirklich die Höhe vom Wolkenkratzer oder von der Toblerone-Packung. Ja, man muss rechnen, G mal H, Grundfläche mal Höhe. Also bei uns Dreieck mal die blaue Höhe. Das ergibt das Volumen vom Prisma. Also machen wir uns frisch ans Werk. Schritt 1, wir berechnen das Volumen. Vom Quader A mal B mal C ist bei uns 4 mal 6 mal, Achtung, nicht 8, sondern nur die Höhe hier vom Quader. Und die können wir auch da vorne sehen, die ist 4. Das heißt, das Volumen von unserem Quader hier ist 4 mal 6 mal 4 und das ist 24 mal 4 und das ist wie 20 mal 4 und nochmal 4 mal 4, also 80.
und 16, also 96. Dazu kommt jetzt noch das Volumen von diesem Körper obendrauf, von dem Dreiecksprisma, VP sage ich dazu. Die Grundfläche, haben wir gesagt, ist das Dreieck. Und dieses Dreieck berechne ich, die Fläche davon, mit Grundseite mal Höhe des Dreiecks. Also bei uns, schaut auf die Angaben, die wir haben. Grundseite ist 4 mal Höhe des Dreiecks ist auch 4, weil die 8 sich aus 2 mal 4 sozusagen zusammensetzt. Und dann geht noch in die Dreiecksformel 1,5 rein. Also Grundseite mal Höhe geteilt durch 2 ist die Formel fürs Dreieck. Und dieses Dreieck, das ist ja nur meine Grundfläche, muss ich jetzt noch multiplizieren mit der Höhe des Körpers. Ne, wir hatten ja gesagt, G mal H müssen wir rechnen. Und die Höhe des Körpers ist eine andere als die vom Dreieck. Die ist 6, ne? Weil das ist das, was hier nach hinten weggeht. Ganz eindeutig die Höhe von unserem Prisma. Ich sag mal HP, während die andere Höhe hier HD die Höhe vom Dreieck war. Letzter Schritt, wir rechnen das aus. 1,5 mal 4 mal 4 ist 1,5 mal 16, das Ganze mal 6, macht also 8 mal 6 und das sind 48. Und das jetzt zusammengerechnet ergibt 6 und 8 macht 14, 9 und 1 macht 10 und nochmal 4 macht wieder 14. Das macht also 144 und die Einheit wird sein Kubikzentimeter, weil es ja das gesamte Volumen jetzt ist. V-Gesamt schreibe ich mal hin. Wir sind aber immer noch nicht fertig, denn wir wollten ja ursprünglich das Gewicht des Körpers haben. Und das können wir jetzt leicht ausrechnen, wo wir nämlich das Volumen haben. Wir kennen ja auch die Dichte von dem Holz. Da könnt ihr es noch so gerade erkennen. 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Also im Schritt 2 kriegen wir jetzt das Gewicht, wenn wir wissen, 1,5 Gramm für jeden Kubikzentimeter, indem wir die ganzen Kubikzentimeter, die wir haben, nehmen und mal 1,5 rechnen. Weil jeder dieser 144 Kubikzentimeter wiegt 1,5 Gramm. Also habe ich insgesamt 144 mal die 1,5 Gramm und das ist wie 144 mal 1 und dazu 144 mal 0,5. Also 144 komplett und die Hälfte davon und das sind aber 72. Und das wiederum heißt insgesamt 144 plus 72, das macht 216 und das sind natürlich dann hier auch Gramm als Einheit fürs Gewicht. Ja, schöne Aufgabe aus dem Dreidimensionalen. Sowas Ähnliches seht ihr übrigens auch hier. Schaut da mal rein, ohne Taschenrechner. Und wenn ihr Lust habt auf 3D-Körper mit Taschenrechner, empfehle ich euch das Video da oben drüber. Viel Spaß damit, schaut euch auch mal die Generalproben wirklich an, macht sie unter Echtzeitbedingungen und dann läuft das schon in der Prüfung. Ciao!